Hallo und herzlich willkommen. Ich löse nun die folgende Aufgabe. Wir sollen hierunter erstens eine Vorwärtskalkulation durchführen mit Hilfe der gegebenen Daten, die wir hier oben in der Tabelle haben. Und dazu gehe ich mal in das Kalkulationsschema rüber. Und wir beginnen damit, dass wir die Materialeinzelkosten eintragen. Dabei handelt es sich um das Fertigungsmaterial 13.500 Euro. Das tragen wir hier bei den Materialeinzelkosten ein. Dann berechnen wir die Materialgemeinkosten mit Hilfe des Materialgemeinkostenzuschlagsatzes. Den sehen wir dann hier MGKZ abgekürzt 15%. Wir berechnen also 15% von 13.500. Jetzt können wir die Materialkosten berechnen, indem wir die Summe bilden aus Materialeinzelkosten und Materialgemeinkosten. Macht 15.525 Euro. Dann benötigen wir die Fertigungseinzelkosten. Die entnehmen wir dann wieder der Tabelle 6.700 Euro. Es sind also die Fertigungslöhne. Fertigungslöhne sind Fertigungseinzelkosten. Die tragen wir hier ein. Für die Berechnung der Fertigungsgemeinkosten benötigen wir den Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz 90%. Er steht hier einmal davor, sehe ich gerade auch, und einmal hier in der Tabelle FGKZ Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz. Wir berechnen 90% von 6.700. Dann können wir die Fertigungskosten berechnen. Diese sind die Summe aus Fertigungseinzelkosten und Fertigungsgemeinkosten. Und als nächsten Schritt berechnen wir die Herstellkosten. Diese sind die Summe aus Materialkosten und Fertigungskosten. Wir addieren also 15.525 und 12.730. Jetzt benötigen wir den Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz. Der steht direkt davor, 23%, aber auch hier in der Tabelle hätten wir ihn. 23% von den Herstellkosten ergibt 6.498,65. Wir berechnen die Vertriebsgemeinkosten mithilfe des Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatzes. Wir rechnen 8% von den Herstellkosten. Jetzt ermitteln wir die Selbstkosten, indem wir die Summe bilden aus Herstellkosten, Verwaltungsgemeinkosten und Vertriebsgemeinkosten. Wir berechnen den Gewinnzuschlag, indem wir 20% rechnen von den Selbstkosten. Jetzt ermitteln wir den Barverkaufspreis, indem wir rechnen Selbstkosten plus Gewinnzuschlag. Wir sind beim Kundenskonto angelangt. Hier müssen wir natürlich wieder vorsichtig sein. Wir fragen uns, wie viel Prozent stellt der Barverkaufspreis dar? Wir arbeiten hier mit der Zahl 2,5% hier und hier einmal zu sehen und wir müssen folgendermaßen rechnen. 100% minus 2,5% ergibt 57,5%. Wir haben also einen Barverkaufspreis, der 97,5% repräsentiert. Also rechnen wir den Barverkaufspreis geteilt durch diese 97,5%. Um auf diese Weise auf 1% zu kommen. Also ich teile durch 97,5% und komme auf 1%, 455,56 Euro. Ich brauche aber 2,5% für den Kundenskonto, also muss ich dieses 1% mal 2,5 rechnen. Und komme auf 1138,89 Euro. Der Zielverkaufspreis ermittelt sich nun als Summe aus Barverkaufspreis und Kundenskonto. Und im nächsten Schritt muss ich den Kundenrabatt berechnen. Ich überlege wieder, wie viel Prozent ist der Zielverkaufspreis. Dazu rechne ich 100% minus Kundenrabatt, also 100% minus 14%. Das macht 86%, also ist der Zielverkaufspreis 86%. Um wieder auf 1% zu kommen, muss ich den Zielverkaufspreis durch diese 86% teilen. Ich teile also durch 86 und bekomme so 1%. 1% sind also 529,72 Euro. Ich benötige aber 14%, also rechne ich mal 14. Und komme so auf 7.416,05 Euro. Das trage ich hier unten ein. Jetzt berechne ich den Listenverkaufspreis. Dieser ergibt sich
wenn wir rechnen Zielverkaufspreis minus Kundenrabatt. Und da kommt hier raus 52.971,80. Das würden wir also ganz normal anbieten, wenn wir die hier gegebenen Zuschlagsätze verwenden würden, wenn wir einen Gewinnzuschlag in Höhe von 20% hätten, Kundenskonto von 2,5% anbieten und 14% Kundenrabatt. Und wenn natürlich gelten würde, dass unser Lieferer uns Fertigungsmaterial in Höhe zum Wert von 13.500 verkauft und diese ganzen Daten, die wir hier haben. Und in der Aufgabenstellung soll jetzt aber Folgendes angenommen werden. Das nehme ich hier unter zweitens. Der Kunde anfragt, ob denn auch der Preis 51.000 Euro in Ordnung wäre. Also möchte gerne maximal 51.000 Euro bezahlen. Das bedeutet, dass wir hier in unserer Vorwärtskalkulation davon ausgehen, dass wir hier nur 51.000 Euro von ihm bekommen werden und nicht 52.971,80, wie wir das hier zu stehen haben. Das ist für uns erstmal ein Problem, weil wir jetzt verstehen müssen, dass wir erstmal weniger Geld bekommen und dass wir halt quasi diese Daten in irgendeiner Weise verändern müssen. Wir können ja nicht mehr das Ganze hier quasi draufschlagen und erwarten, dass 51.000 unten rauskommt, denn es kommt ja eben etwas Höheres raus, eben genau der Wert. Und die Aufgabenstellung geht nun davon aus, hier bei der Rückwärtskalkulation, dass wir Folgendes machen wollen. Wir wollen Folgendes machen. Wir wollen sagen, alles soll gleich bleiben. Ja? Der Kundenrabatt soll gleich bleiben. Der Kundenskonto, den wir fordern, soll gleich bleiben. Und ganz wichtig, unser Gewinnzuschlag soll 20% bleiben. Und Vertriebsgemeinkosten, Verwaltungsgemeinkosten, die Prozentsätze hier 23 und 8%, die sind ja auch vorgegeben durch unsere Unternehmensstruktur. Das kommt ja vom BAB, vom Betriebsabrechnungsbogen. Genauso hier wie die Fertigungsgemeinkosten und auch die Löhne, die wir den Arbeitern bezahlen, für die geleisteten Stunden sind ja für das Produkt 6.700 Euro. Wir wollen nun annehmen, dass alles soll gleich bleiben, aber wir wollen unseren Lieferer fragen, ob er bereit ist, eben dieses Fertigungsmaterial, die Materialeinzelkosten, zu senken. Und zwar genau um den Betrag zu senken, dass wir, wenn wir die Kalkulation dann später durchführen, wieder unten auf genau 51.000 Euro kommen. Das ist der Ziel der Rückwärtskalkulation. Also setze unten 51.000 Euro rein, rechne nach oben, ja, rechne zurück mit den sonst gleichen Werten, der gleiche Rabatt, der gleiche Skonto, gleicher Gewinnzuschlag etc., alles bleibt gleich und schau danach, was du dann oben quasi als Fertigungsmaterial dann rausbekommst. Natürlich ein kleinerer Wert als hier wird das sein und frag dann bei deinem Lieferer nach, ob er bereit ist, diesen Preis dir zu machen. Halt mit dem Argument, lieber Lieferer, ich kann nur für weniger verkaufen, als ich geplant habe und du müsstest mir halt den Stahl oder was auch immer billiger verkaufen, damit ich überleben kann auf dem Markt. Bitte komm mir hier mal entgegenpreislich. Das ist die Idee. Und genau das machen wir bei der Rückwärtskalkulation. Wir setzen jetzt gleich bei der Rückwärtskalkulation hier unten einfach die 51.000 Euro rein und rechnen dann rückwärts. Und dazu gehen wir mal rüber in das Schema für die Rückwärtskalkulation. Hier seht ihr das Kalkulationsschema, mit dem wir arbeiten wollen. Es ist genau das gleiche, überall die gleichen Begriffe und die gleichen Prozentsätze. Bloß mit dem Unterschied, ich habe jetzt hier so einen Pfeil noch genommen, um euch zu verdeutlichen in der Lösung und auch in der Vorlage, dass ihr seht, dass hier wir jetzt quasi von unten nach oben rechnen werden. Und wir beginnen auch hier unten, indem wir den Listenverkaufspreis einsetzen, den der Kunde gerne hätte. Das waren 51.000 Euro. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie hoch ist in diesem Fall der Kundenrabatt und wie hoch ist der Zielverkaufspreis. Das Schöne an der Rückwärtskalkulation an dieser Stelle ist, dass wir jetzt aus Kundensicht rechnen müssen und diese 51.000 Euro hier tatsächlich als 100% auffassen. Wir haben hier also auf dieser Ebene hier unten nicht die Schwierigkeit, die wir in der Vorwärtskalkulation haben. Wir rechnen ganz normal 14% von 51.000, so wie wir immer Prozentrechnung machen. Also 51.000 sind 100% und ich rechne davon 14%. 14% von 51.000 trage ich hier ein. Das macht 7.140. Und dann überlege ich, wie hoch ist der Zielverkaufspreis? Ich denke umgekehrt. Und zwar war ja der Zielverkaufspreis plus Kundenskonto gleich Listenverkaufspreis. Also muss Listenverkaufspreis minus Kundenskonto Zielverkaufspreis ergeben. Ich rechne also 51.000 Euro minus 7.140 und trage das Ergebnis hier ein. Jetzt berechnen wir den Kundenskonto. Auch das ist hier wieder einfach. Wir rechnen wieder mit 100%. Zielverkaufspreis sind 100%.
Wir rechnen also 2,5% von 43.860 und tragen das hier ein. Und wir überlegen hier wieder, wie hoch ist der Barverkaufspreis? Folgendermaßen gehen wir vor. Wir wissen, Barverkaufspreis plus Kundenskonto ergibt Zielverkaufspreis. Also ist Zielverkaufspreis minus Kundenskonto gleich Barverkaufspreis. Und jetzt berechnen wir den Gewinnzuschlag und dann eben die Selbstkosten. Hier müssen wir vorsichtig sein, denn in der Vorwärtskalkulation haben wir die Selbstkosten als 100% aufgefasst und dann 20% draufgerechnet, hinzuaddiert, sodass hier unten im Ergebnis der Barverkaufspreis für 120% stehen muss. Ja, die Selbstkosten 100% plus 20% Gewinnzuschlag, 120% Barverkaufspreis. Und um den Gewinnzuschlag zu berechnen, muss ich jetzt den Barverkaufspreis mir nehmen und dieses Wissen, dass das nämlich 120% sind, dieses Wissen muss ich ausnutzen. Denn wenn ich jetzt den Barverkaufspreis habe und weiß, dass das 120% sind, teile ich durch 120 und bekomme so 1%. 356,36 € sind 1%. Ich brauche aber 20%, also muss ich diese 356,36 € mit 20 multiplizieren, um zum Gewinnzuschlag zu kommen. Also das Ganze mal 20. Und wir kommen auf 7.127,25 € und das trage ich jetzt ein für den Gewinnzuschlag. Jetzt kommen wir zu den Selbstkosten, indem wir folgende Überlegung ausnutzen. Wir wissen, Selbstkosten plus Gewinnzuschlag ergibt den Barverkaufspreis. Ich rechne also Barverkaufspreis minus Gewinnzuschlag und komme dann auf die Selbstkosten. Also 42.763,50 € minus 7.127,25 €. Jetzt müssen wir die Vertriebsgemeinkosten, die Verwaltungsgemeinkosten berechnen und dann die Herstellkosten ermitteln. Wir müssen hier wieder vorsichtig sein, denn wir wissen, in der Vorwärtskalkulation haben wir gesagt, Herstellkosten sind 100% plus 23% Verwaltungsgemeinkosten plus 8% Vertriebsgemeinkosten. Also haben wir hier einen vermehrten Grundwert in Höhe von 100 plus 23 plus 8%. Wir haben also die Herstellkosten, die für 100% stehen, rechnen dazu 23%, wofür der Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz stand, plus 8% und wir bekommen 131%. Also die Selbstkosten sind 131%. Mit diesem Wissen kann ich jetzt die Selbstkosten mir nehmen und 1% berechnen. Ich teile die Selbstkosten durch 131 und bekomme so 1%. 272,03 €. Mich interessieren aber im nächsten Schritt die Vertriebsgemeinkosten und die Verwaltungsgemeinkosten. Um die Vertriebsgemeinkosten zu bekommen, muss ich nun dieses 1% mal 8 rechnen. Und ich komme auf 2176,26 €. Und ich muss wieder die gleiche Überlegung hier für die Berechnung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatzes machen. Ich muss mir wieder die Selbstkosten nehmen, die 35.636,25 € sind. Und ich weiß, dass die ja 131% sind. Ich teile sie also wieder durch 131%, bekomme dann 1% und nehme jetzt mal 23, denn 23% ist der Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz. Und komme auf 6.256,75 € und das trage ich hier oben ein. Jetzt berechnen wir die Herstellkosten mit folgender Überlegung. Wir haben ja in der Vorwärtskalkulation gerechnet, Herstellkosten plus Verwaltungsgemeinkosten plus Vertriebsgemeinkosten sind Selbstkosten. Also sind Selbstkosten minus Vertrieb minus Verwaltung eben die Herstellkosten. Ich rechne also das minus dem und komme auf Herstellkosten in Höhe von 27.203,24 €. Jetzt müssen wir die Fertigungskosten berechnen. Und wir fragen uns, wie hoch sind diese? Wie können wir an diese Prozentzahl quasi an diesen Wert rankommen? Wir überlegen folgendermaßen. Wir haben ja gesagt, bei der Rückwärtskalkulation soll alles gleich bleiben, also die Prozentsätze, die Zuschlagsätze, Gewinnzuschlag und so eine Sachen halt. Und aber auch natürlich das Fertigungsmaterial. Und die Fertigungslöhne, beziehungsweise die Fertigungslöhne, Verzeihung, die sollen ja auch gleich bleiben. Also das, was wir hier einsetzen, die Fertigungseinzelkosten sind auch gleich. Und die waren ja, haben wir ja festgestellt,
Laut Aufgabenstellung betrugen die ja 6.700 Euro. Hier oben in der Tabelle zu sehen, 6.700 Euro. Und da sich ja an denen nichts ändern soll, kann ich jetzt hier 6.700 Euro eintragen. Ja, wir bezahlen unsere Arbeiter gleich viel, die arbeiten gleich lang. Wir haben also Fertigungseinzelkosten von 6.700 Euro. Und der Zwischenschritt war auch nötig, denn nur so kann ich jetzt die beiden Werte hier berechnen. Und zwar folgende Überlegung. Wir kommen auf die Herstellkosten, indem wir rechnen. Materialeinzelkosten plus Fertigungskosten sind gleich Herstellkosten. Wir müssen jetzt aber trotzdem erstmal die Fertigungskosten und die Fertigungsgemeinkosten hier berechnen. Und das machen wir mit dem folgenden Wissen. In der Vorwärtskalkulation sind 6.700 Euro 100%. Wir rechnen 90% dazu und kommen dann auf Fertigungskosten, die 190% darstellen. Denn wenn wir auf 100%, also auf diesen Wert, 90% dazu rechnen, dann kommen wir auf 190%. Also sind die Fertigungsgemeinkosten 90% dieser Summe und die Fertigungskosten 190%. Wir können jetzt zunächst die Fertigungsgemeinkosten berechnen, indem wir rechnen einfach 90% von 6.700, macht 6.030 und im nächsten Schritt addieren wir die beiden Werte. Und jetzt haben wir das erreicht, was wir wollten. Wir können nämlich jetzt die Materialkosten berechnen, indem wir folgendermaßen vorgehen. Herstellkosten minus Fertigungskosten sind Materialkosten. Denn in der Vorwärtskalkulation rechnen wir auch nur Materialkosten plus Fertigungskosten gleich Herstellkosten. Also brauchen wir hier Herstellkosten minus dem Wert sind die Materialkosten. Jetzt der letzte Schritt. Wir wissen, dass die Materialkosten in der Vorwärtskalkulation berechnet werden, indem wir rechnen Materialkosten plus Materialgemeinkosten gleich Materialkosten. Und wenn wir so in der Vorwärtskalkulation vorgehen, dann haben wir ja hier oben 100%, auf die 15% gerechnet werden, sodass die Materialkosten 115% sind. Und dieses Wissen nutze ich aus. Ich nehme jetzt die Materialkosten, 14.473,24 und teile sie durch 115%, denn ich weiß, dass sie ja 115% darstellen. Ich komme auf 1% und wenn ich das Ganze jetzt mal 15 rechne, komme ich auf 15% und das sind 1.887,81 €. Das sind meine Materialkosten, die ich hier eintragen kann. Der letzte Schritt. Und wir haben die Lösung. Wir überlegen, wie hoch sind die Materialeinzelkosten, die wir eigentlich gesucht haben unter der zweiten Aufgabe. Wir wissen ja, in der Vorwärtskalkulation rechnen wir Materialeinzelkosten plus Materialgemeinkosten gleich Materialkosten. Also ist Materialkosten minus Materialgemeinkosten gleich Materialeinzelkosten. Wir rechnen 14.473,24 minus 1.887,81 und kommen auf unser Ergebnis in Höhe von 12.585,43 €. Wir beantworten also unsere Frage hier unten. Wir müssen quasi von unserem Lieferer verlangen, dass er uns das Material, also das Fertigungsmaterial, nicht wie ursprünglich für 13.500 verkauft, sondern für 12.585,43 €. Dann können wir gewährleisten, dass der Kundenrabatt gleich bleibt, der Kundenskonto, der Gewinnzuschlag und die Fertigungslöhne, dass alle anderen Werte gleich bleiben. Das war's mit dieser Aufgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, vergesst nicht, mir ein Like zu hinterlassen. Vergesst auch nicht, mich zu abonnieren. Bis zur nächsten Aufgabe. Macht's gut.